Hi, ich bin's wieder, eure Hanna und... Hallo Jara, willst du mal Hallo sagen? Hallo. Komm her. Hallo. Du hast ja. Ja. Ey. Ja, also die liebe Jara schläft heute bei uns, denn heute ist mein Geburtstag. Ich liebe meinen Geburtstag, es ist so ein schöner Tag. Meine Lehrerin, die wusste nicht, dass ich Geburtstag habe, aber die hat trotzdem gesagt, dass der 2.11. voll das schöne Datum ist. Und ich so, ich weiß. Okay, und ich werde euch jetzt zeigen, was ich alles bekommen habe und auch ein Bild von meiner Torte einblenden, denn die ist wunderschön. Weißt du, wie lange der Dennis dafür gebraucht hat? Ich gebe einfach, oder? Das war irgendwas in der Hand. Normalerweise mag ich es auch nicht, aber... Genau das Gleiche. Was haben wir hier? Hallo, hat das gekauft? Und hier habe ich gesehen, dass der von Riverdale ist. Riverdale ist der von Riverdale. Die fand ihn so schön. Der ist ja auch hübsch. Ich wäre da jetzt auch nicht drauf gekommen. Okay, hier steht Riverdale drauf. Da steht auch Championship drauf. Ja, trotzdem, keine Ahnung. Sind so schön, wenn ich mir so sieht das doch. Ah. Das ist der Bärchenpulli. Hey, Elena redet über ihre Strohhaare. Ich mag die Rose. Ich mag den Pulli und die Rose. Okay, ich mag das alles. Kannst du. Nein. Komm mal. Warum ist das so oft eingepackt? Weil das Mama eingepackt hat, nicht ich. Ja, genau. Ja, geil! Die hat die ganze Zeit Torranzen noch bekommen. Voll zermeist du meine scheiß Zahnpasta. Also, weißt du, wie teuer die ist? 3 Euro. Nein. Wenn die sind sie der Spiel. Was ist das? Was ist das? Aber passiert auch nicht. Nein, nee. Sag, das sind Schuhe. Hast du da einen Pickel? Hast du dir erst deinen ersten Pickel gemacht? Ich habe schon seit ein paar Wochen. Das sind einfach Ausländer Schuhe, Alter, weil die so groß sind. Also wenn die dir nicht gefallen, der Onkel Dennis wird die auch nehmen. Von der Größe her sieht es in meiner Schuhe nicht von den Farben. Nee, ich finde das ist auch 43. Ich finde das cool. Also ich finde das oh, mein Größe. Sehr schön. Ich finde die. Oh! Sorry. Mama hat gesagt, die Tasche war ausverkauft. Ich war voll sad. Sad. Richtig geschockt geguckt. Die war so, ja, Johanna wollte die haben. Mein neuer Lieblingsbeutel, weil ich ja auch. Oh, das ist ein Herz. Doch, nehme ich nur ein. Guckt mal, wie schön. Der ist ein Ring. Oh, mit Glitzer und ein Herz. Ey, ist der geil. Wir fanden den sexy. Der ist ja auch sexy. Den haben wir hier mitgenommen. Du fandest den hässlich. Ja, aber. Ich finde den schön. Boah, das ist noch nicht schön, weil ich weiß genau, das ist schwer. Aber richtig schwer. Also nicht fallen lassen. Nicht fallen lassen.
Oh, ja. Bitte. Ja, das wäre wirklich. Vaters. Ja, habe ich schön gemacht. Ja. Das erste Geschenk, das ich hier verkauft habe. Das ist von Dennis, nämlich der Schuh. Wo ist der? Im Beet. Im Beet. Auch, ist der. Ein neuer Regenschirm. Ein neues Portemonnaie. Oh, das ist ja noch. Das ist hübscher als das erste, muss ich sagen. Ich mag ja auch Hedwig sehr gerne. Pass auf. Das ist schwer. Eine Kasse? Nein. Schade. Guck mal rein. Was ist denn das? Ein Briefbeschwerer. Doch, und da ist sogar Geld drin. Wir wollen doch jetzt hier Geld reinmachen. Das ist diese Scheiße. Das haben wir doch jetzt leer bekommen. Das haben wir extra mit Geld bestellt. Tasche von Abelard. Ach, das ist nicht gar nicht mehr reinsteigen. Ah, doch, ich weiß noch, was ganz gefährlich an. Halleluja! Ah, das ist hübsch. Ah, das ist hübsch. Ich hab's aus Versehen gepackt, gedacht, die gehören zusammen, habe ich zusammen eingepackt und gut ist. Das ist ein Herz, was habe ich schon 2 Minuten gesagt? Ich habe nicht zugehört. Die Hose wollte ich auch haben. Haben wir die Hose nicht mal bei einem Mädchen gesehen und haben gesagt, so, wo ist sie her? Wir wollen die holen. Oh, oh nein. Das ist gemein. Ich war das. Das habe ich gerochen. Oh, das riecht. Ja, das habe ich auch gerochen. Deswegen habe ich gerade mein Paket gerochen, weil ich so nicht auf den Helm bekomme. Boah, ich habe noch vergessen, das riecht lecker, aber so intensiv, so wie ein Parfüm. So, wenn man sofort so ein Parfüm so. Was hat die Kamera noch mit reingekommen? So, oh, ich wollte so eins haben bei Claire's Gewehr. So eins und ich so. Ich würde das haben, aber das ist mir zu teuer, weil für so ein Haarband. Also so ein Haarband gebe ich doch nicht so 30 Euro aus. Ich habe vergessen, ein Haarband einzupacken. Oh, wie cool das ist! Da ist Gel drin! Also, ein Schlafmaske. Und den Scrunchy finde ich toll. Was hat der Onkel Dennis gestern nochmal gesagt? Der würde ich auch gerne mal Geburtstag haben. Johanna ein Geschirr geschenkt. Seid ihr geisteskrank? Da ist auch ein Nagelknipser jetzt bei. Ein Knipser? Nagelknipser. Was ist das? Ein Schwamm. Oh, ja. Schwamm. Ja, den benutze ich gleich. Schwamm. Ist das jetzt Spirit oder Esprit? Spirit! Spirit! Was ist das? Weiß ich nicht. Nee. Hallo! Ich mach mal Fenster zu! Wir wollen nicht jeder hören. Uno, dos, tres. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Johanna. Happy birthday to you. Ich sag's mir schon. Birthday. Ja, direkt von hier. Ich wollte schon einen bei Mc's essen, aber betrinken. Aber sei leise. Aber jetzt soll ich eine Kamera öffnen. Wir sind auch genug. Nein. Sind nicht genug. Ich mach da noch Kakaopulver rein. Wir sitzen am Kindertisch. Wir sitzen am Kindertisch. Nein. Ja, wir haben hier mal schön gesenkt. Wie links.
So, also ich fange jetzt an, euch meine Geschichte zu zeigen. Und zwar erstmal von meiner coolen Tante Nadine. Und zwar einmal habe ich dann habe ich dieses so eine Duschgel bekommen. Ich hatte noch nie so ein Duschgel, weil das hat halt immer Lena gesammelt und ich fand das halt einfach immer. Ich fand, für mich war das einfach zu teuer, weil es einfach Duschgel ist. Aber ich bin schon glücklich, jetzt eins zu haben, weil es so hübsch ist. Und dann hier das hier. Da. Riech mal. Gut. Gut? Ja, und ich bin schon glücklich, das zu besitzen. Aua. Oh. Kannst du mir das andere davon abgeben? Das pinke? Das pinke davon? Na, no, zeig mal. Oh nein. Dankeschön. Oh ja, nicht moin. So, auf jeden Fall war ich einmal mit meiner Mama einkaufen und habe ich ihr gesagt, das will ich haben, kann ich das haben? Und das war natürlich so ein paar Tage vor meinem Geburtstag. Und ich so, nein. Und dann habe ich das aber von meiner Tante bekommen. Und ja, die wusste nicht genau, welches Duschgel. Also ich. Soweit ich weiß, hat meine Mama ihr gesagt, ein durchsichtiges Duschgel. Von diesem Laden halt. Aber sie hat das Richtige genommen und ich finde es toll, weil ich fand's, weil ich wollte es halt unbedingt haben und jetzt habe ich. Schön, ne? Guck mal. Das habe ich auch noch von Nadine, sind drei Badekugeln. Hast du mir das, gell? Oh mein Gott. Dann ist wieder meine große Badekugel. Danke. Hier ist noch eine schöne Badekugel. So, hier ist noch eine Badekugel, die sieht schön aus, ne? Sieht schön aus? Mhm. Ja, und da ist halt so ein. Mit einer Glücksbotschaft, wenn es halt so. Ja. Ihr wisst ja, ich meine. Wie ein Glückskeks nur als Badekugel. Dann noch dieses Durchgel. Das ist, ne? So. Ja, da muss er erstmal gucken, was ich da. Dann habe ich diese Lollis, weil ich mag gerne sauer und ich liebe diese Lollis. Dankeschön. Und diese Gummibärchen. Diese Gummibärchen. Diese Badekugeln, da sind sechs so normal große Badekugeln drin. Und so Kräuterbadekugeln. Dann ist hier so ein Badesalz. Und ich finde das voll süß, weil das so in Papier eingewickelt ist. Und das erinnert mich halt immer so, wenn man so für Freunde mal was eingepackt hat, so weil man denen was schenkt oder so. Dann habe ich das auch immer mit Papier eingepackt. Danke. Dann habe ich hier noch eine. Blumenbadekugel, wie meine Mama sagt, mit Gemüse. So, dann habe ich von Nelly und Yara bekommen, diese Badekugel. Diesen Schnapp. Kriegst du raus? So, dann diese Badekugel. Und dieses Badesalz. Dann habe ich noch Make-up-Pinsel, einmal diesen Pinsel. Das hier zum Pinsel sauber machen. Und diesen Pinsel. Und einen kleinen Spiegel. Und das habe ich von der süßen Jara bekommen. Dann habe ich von meinem Opa Smarties und Geld bekommen. Und eine Karte. Und dann habe ich diesen schönen Schatz. Sorry. Dann habe ich noch diesen schönen Schatzengel bekommen. Mit meinem Namen drauf. Finde ich toll. Darf ich doch mal. Warte. Ja, aber hier, die kannst du auch noch der schenken. Ich wollte da noch rausfahren. Ja, kannst du noch gleich noch, ne? Ja, die hast du dir auch noch gekauft vorhin. Dankeschön. Diese Karte bekommen. Mm. Die ist wunderschön. Dann habe ich eine Kasse bekommen. Und da ist noch das ganze Geld drin, das ich geschenkt bekommen habe. Dann habe ich noch dieses Schwein bekommen. Und das auch noch in anderen Farben. Das muss ich gleich holen, weil das liegt in meinem Zimmer. Weil damit hat die liebe Yari gespielt. Ja. Können wir die Tasche da geben? Nein. Ja, nee, gib nur die Tasche, ja. So, also dann habe ich noch diesen schönen Kulturbeutel bekommen mit ein paar Haarbändern.
Ja. Ah, hier sind die anderen beiden Schweinchen. Warte kurz. Dann habe ich noch diese Schlafmaske. Diese Augen-Gel-Pad-Teile hier. Weißt du? Dann habe ich noch dieses Nagel-Setting-Rosa. Haarband, das ist Wilden. Nagelfeilen. Noch ein Haarband. Boah, immer nein. Ein Parfüm und Büroklammern. So, dann habe ich noch von meinem Onkel dieses Portemonnaie bekommen für Schokoticket und so. Dann habe ich noch. Die hast du doch schon gehabt. Nee, die waren in einer anderen Farbe. Die habe ich noch in Gold. Habe ich so eine Gesichtsmaske. Und ja. Die noch anders. Dann habe ich noch von meinem Onkel diesen Regenschirm bekommen von Gryffindor. Dann habe ich diesen wunderschönen Gürtel bekommen. Und diese Badebomben, das sind drei Badebomben mit Herzform. Ja. Und diesen Schal. Und dieses Nachthemd von Star Wars. Habe ich noch. Diesen Pulli. Ich hab ein bisschen Angst. Und diese Jogginghose. Und das hier. Kannst du mir das Oberteil dazu geben? Also Schlafanzug, diese Hose. Und. Und dieses Oberteil dazu, das ist von Riverdale. Danke. Und noch dieses Nachthemd von Aristocrat. Weißt du das so? So, dann habe ich noch diesen wunderschönen Pulli. Verschillen, ne? Schreibt mal in die Kommentare, verschillen, ne? Dann habe ich noch von meinem Onkel diesen Pulli. Warum lacht ihr alle? Das macht mich nervös. Wegen Dennis, nicht wegen dir. Und diesen Pulli. Bärenkind. Bärenkind? Dann habe ich noch. Diesen Pulli bekommen? Oh, Glücksbärchen. Ja, den haben meine Mama und ich haben den im Zentrum gesehen und ich wollte den unbedingt haben. Ich fand den so schön und irgendwie habe ich trotzdem nicht daran gedacht oder damit gerechnet. So. Die ganze Sauce wird immer nur mit dem reden. Dann habe ich noch diese wunderschöne Hose. Warum lacht ihr alle? Hallo, was ist falsch mit euch? Dennis. Und diese Hose, das ist halt eine Hose. Mach jetzt aber mal mit drauf, ganz kurz. Und den Pulli, den ich anhabe. Und das Haarband, das ich anhabe. Unikat. Und dann habe ich noch dieses selbstgemalte Bild von Yari bekommen. Oh, das war schon. Das bin ich und das ist der Bumblebee. Warte, zeig nochmal! Das sieht später so aus. Ja, schön. So, dann habe ich noch diese wunderschöne Tasche bekommen. Ja, da zu meinem Wunschlist-Video. Da habe ich eine pinke Tasche aufgeschrieben. Das ist diese Tasche. Auf jeden Fall ist da auch etwas drin, was ich ganz oft bekommen habe. Und zwar eine Capri-Sonne. Boah. Ey, ich habe gar nichts gesagt. Wenn ich noch lacht, kann ich nicht so schießen. Ich habe jedes Wort verstanden. Dann habe ich diesen Scrunchie, den habe ich auch in etwas dunkler, aber ich weiß gerade nicht, wo der ist, irgendwo im Flur. Konfetti! Boah! Wow! So, das habe ich einmal. Warte, das habe ich doch schon gemacht! Aber diesen Waschlappen und diesen Waschlappen. Und diesen. Und diesen. Dann habe ich diesen wunderschönen pinken Locher bekommen. Oh nein. So, holst du lieber auf. Und diese Kämme, da ist so ein Twister und noch ein Twister und noch ein Twister, ein Kamm und irgendwas, was ich nicht weiß, was es ist.
einen Lippenpflegestift bekommen von BB, der auch einen Lippenstift, also der hat Farbe, aber pflegt so. Dann habe ich, warum ist das ausgelaufen, hä? Dann habe ich zwei Badekugeln von Lush. Ja, ich habe auf jeden Fall zwei Badekugeln von Lush. Warum kostet das 19 Euro? Dann habe ich noch dieses Zeichenpapier und das wollte ich halt unbedingt haben und das ist von Urban Outfitters, deswegen ist das teurer. dann habe ich noch diesen Kalender von BT21 bekommen. Ein Bildzeichen. So. Okay, dann habe ich noch ein paar Backartikel, so, also so Deko dafür bekommen, weil ich zurzeit sehr gerne backe und ich dafür halt nichts habe. Ich mag auch backen. Dann habe ich dafür auf jeden Fall diese Körnchen hier, diese coolen. Voll cool, ne? Dann warte ich noch genug. Dann habe ich diese Streuselchen hier. Frosting. Streusel. Sieht man voll viel jetzt. Streusel. Und Icing Bags. Dann habe ich noch diese leckere Creme und schmeckt halt nach pinken KitKat. Kennt ihr dieses pinke KitKat? Ich hab's sogar schon mal gesehen. Auf jeden Fall schmeckt das nach KitKat. Dann habe ich noch diese Streuselchen. Diese Streuselchen. Diese Streuselchen. Und noch mehr von diesem Frosting. So, dann hab ich hier diesen Schwamm für die Dusche. Dann noch dieses Zeug hier. Und dieses Streusel. So, dann habe ich noch diesen Orca bekommen. Ja, reicht. Voll hübsch, ne? Und dann habe ich noch einen Computer bekommen und dieser weiße Streifen da, der leuchtet pink. Füll mal die Krone auf unserem Fernseher. Hey, dein Onkel. Jetzt füllen dein Onkel. Und der ist halt der Komische, der die ganze Zeit das bisschen machen kann. Schuhe! Ja! Dann habe ich diese Schuhe bekommen. Adidas. Also okay, ich werde euch jetzt nochmal meine Kasse von innen zeigen. So. Das ist meine Kasse von innen. Und es ist eine Kasse. Das ist eine Kasse von innen und das ist eine Kasse. So, also wenn ihr sehen wollt, wie die ganze Deko gemacht wurde und wie generell hier alles aufgebaut wurde und so, dann schaut bei Heidi vorbei, das verlinke ich euch nicht. Beim I. Nee. Ist es da oder da? Da. Nicht bei mir. Ja, und... und als Emoji, wenn ihr gegrüßt werden wollt, dann macht diesen Emoji mit dem Partyhut und der Tröte im Mund. Hey, macht die ganze Zeit hinter der Kamera so. Ja, und schreibt dazu einen süßen Text oder euren Namen, damit ich euch grüße. Gute Grüße, mein Name. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt mir doch mit einem Daumen nach oben. Und dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Video und tschüss! Ja!